Plötzlich sehe ich eine Stichflamme, 20 Meter hoch. Dann erfolgt ein ungeheurer Schlag, der die ganze Festwiese erschüttert. Danach ist es zunächst totenstill. Dann laute Schreie. Der Mann, der eben noch vor mir stand, liegt plötzlich 10 Meter weiter von mir entfernt. Beide Beine abgerissen. Ich schrei. Ich denke, ich habe keinen Kopf mehr. Das größte Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik verschwindet fast unbemerkt aus der öffentlichen Wahrnehmung und Erinnerung. Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Explosion? Wie alle anderen liefen wir nach der Explosion in Richtung Ausgang am Bavaria-Ring. Was sahen Sie, als Sie am Tatort eintrafen? Da waren zwei Männer. Zwei! Der Jüngere hat immer wieder geschrien. Ich wollt's nicht. Ich kann nichts dafür. Bringt mich um. Ich kann nichts dafür. Sehen Sie einen Sinn, ein Motiv? Suchen Sie das Field Manual 3031b. Bitte was? Das Dokument ist unveröffentlicht, aber all die Skripten sind tot oder verschwunden. Hör zu, es gibt eine Liste für Journalisten, welche Themen lebensgefährlich sein könnten. Und das Ding steht da ganz oben. Das Handbuch Field Manual 3031b gibt Anweisungen für Agenten der US-Geheimdienste, wie sie sich bei unliebsamen politischen Entwicklungen in Ländern mit befreundeten Regierungen zu verhalten haben. Es können Situationen entstehen, in denen amerikanische Interessen einen Wechsel der Regierungsausrichtung des Gastlandes erforderlich machen. Es ist, als wäre all das, was wir sehen, hören oder fühlen, nicht wahr, als gäbe es eine andere Realität, die all dem zugrunde liegt, die wir aber nicht sehen. Aber in dieser verborgenen Wirklichkeit werden die eigentlichen Fäden gezogen, werden entscheidende Weichen gestellt. Wir in der sichtbaren Welt, wir sehen Parlament, Regierung, Opposition, wir sehen Zeitungen und Fernsehen, die über all das berichten, aber es ist alles nur Theater. Und warum erzählen Sie mir das? Weil immer dann, wenn von Terrorismus die Rede ist, die Geheimdienste in der Nähe sind. Axel Hirsch, geboren 1957, getötet am 26. September 1980. Markus Hölzel, geboren 1936, getötet am 26. September 1980. Ignaz Platzer, geboren 1974, getötet am 26. September 1980. Ilona Platzer, geboren 1972, getötet am 26. September 1980.